Okay. Gut, also das grafische Ableiten ist jetzt das, was ich als erstes Beispiel mit euch machen möchte, um euch diese zwei Fenstertechnik zu zeigen. Es gibt ganz tolle Neuigkeit bei GeoGebra 4, dass ich zwei Grafikfenster verwenden kann, die unabhängig voneinander ansprechen kann und nicht mehr alles in eines reinzeichnen muss. Und das ist bei verschiedensten Aufgaben, geht es einfach aus der Physik, wo ich zuerst ein Zeitwegdiagramm brauche und dann ein Zeitgeschwindigkeitsdiagramm, sehr praktisch, wenn es nicht in einem drinnen liegt, weil es ja verschiedene Bezeichnungen gibt. Deswegen würde ich euch jetzt mal bitten, dass wir uns da unter Ansicht das Grafikfenster 2 aufmachen. Und da wird euch auffallen, dass das so ein Pop-up ist wieder. Ja? Das ist ein Betriebssystemfenster, das heißt, das kann ich auch, wenn ihr schaut, das kann ich auch neben einem anderen Fenster einfach irgendwo hinlegen, hat den riesen Vorteil, jedes Fenster in GeoGebra kann ich sozusagen auch, bei Windows 7 ist das so lässig mit dem Snap, dass ich das neben mir anders legen kann und ich kann jetzt wirklich da einen Angabetext haben und so weiter und kann dann das ohne der ganzen GeoGebra-Fenster verwenden. Wie kriege ich das jetzt ins GeoGebra-Fenster? Da gibt es oben drei Buttons. Erstens war die Styling-Bar, das letzte war die Schließen und das in der Mitte Ansicht im Hauptfenster anzeigen. Dann ist das eingebunden in das Hauptfenster und ihr seht wieder die Trennlinien, die kann man schön verschieben, man kann das wieder schön anordnen, untereinander, nebeneinander, links und rechts. Ich hätte jetzt das gerne ungefähr so, dass die Fenster nebeneinander sind. Sie sind unabhängig voneinander zu skalieren, zu beschriften und so weiter. Macht es aber bitte so, dass das erste Fenster Grafik ist und das zweite Grafik 2. Dass das so dann dargestellt ist. Kann man da die Skalierung von der einen Grafik automatisch in die andere übernehmen? Das ist angedacht, wird in der nächsten Version wahrscheinlich mit so einem Link-Button passieren. Ist jetzt noch nicht der Fall. Ja, dass ich die beiden übernehme, dass ich die beiden Einheiten gleich habe. Gut. Erste Sache, ich möchte irgendeine Funktion haben, von der die Ableitung bestimmen, also die Tangente bestimmen und so weiter und so fort. Also nehmen wir uns irgendeine Funktion, die uns gefällt. Das ist ja egal, ich kann mich nachher ändern. Ich nehme immer die x hoch 3 als Standard, die hat so eine schöne Ableitungsfunktion. X hoch 3. Wichtig, bevor sie Enter drückt. Ich bin jetzt gerade im Grafikfenster 2. Das ist schwarz hinterlegt. Das Grafik 1 oder überhaupt Grafik ist jetzt nicht ausgewählt. Die Eingabe wird dorthin gezeichnet, wo ich gerade bin. Ich möchte aber jetzt im Grafikfenster 1 die Funktion haben und da dann die Ableitung haben. Also wählt euch vor, bevor ihr da das eingibt, das Grafikfenster 1 aus, indem ihr einfach mal reinklickt und dann erst die Eingabe betätigen. Hat es wer falsch gemacht? Nicht? Cool, das passiert nur bei Lehrern, dass ich es richtig mache. Die Schüler machen das sicher mindestens falsch. Ich zeige dann gleich, wie das geht, wenn wir. Falls jemand einmal überhaupt irgendwie was falsch gemacht hätte, da oben, deswegen die blöde Frage, gibt es die Rückgängig- und Wiederherstellen-Button? Also da kann ich schnell wieder zurückgehen und kann die letzte Konstruktion wieder rückgängig machen. Gut. Was braucht man für das grafische Ableiten? Ja, die Tangente in einem Punkt und die Steigung sollte dazu abgleichen. Also tue ich mir einen Punkt auf der Funktion definieren. Jetzt nehme ich nicht einmal die Eingabezeile, sondern die Werkzeuge her, ein bisschen vermehrt. Punkt ist das zweite Werkzeug und den Punkt setze ich auf die Funktion drauf. Das heißt, ich klicke irgendwo hin auf die Funktion und ihr seht, der Punkt ist dann abhängig. Bedeutet auch, wenn es wieder auf das Bewege-Werkzeug geht, Shortcut ist Escape, dann kommt es immer auf Bewege, kann ich diesen Punkt jetzt nur mehr auf der Funktion bewegen. Das heißt, der ist da aufgehängt und hat deswegen auch so hellblaue Farbe und nicht dunkelblau wie sonst der andere Punkt. Ja? So, der Punkt heißt A. Jetzt hätte ich gern, dass ich in diesem Punkt die Tangente erstellt wird. Ja? Aber wenn der Schüler nichts weiß von Ableitungen und Tangentengleichungen, Werkzeug verwenden. Da gibt es das nächste Werkzeug, sind die Geraden. Das vierte Werkzeug sind die speziellen Geraden, sage ich wieder dazu. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Da gibt es ein Werkzeug. Wie komme ich da oben überhaupt? Das ist ein rotes kleines Dreieck. Da komme ich in die Unterwerkzeugmenüs. Da gibt es ein Werkzeug, das heißt Tangenten. Okay? Das wähle ich mal aus.
Und dann, was würde man erwarten von dem Programm? Naja, Punkt, Funktion anklicken. Da muss man die Tangente erstellen. Und genau das mache ich. Ich klicke zuerst den Punkt an und dann die Funktion. Also mit dem Werkzeug. Punkt und die Funktion, ein bisschen daneben, ist eh dann so schwarz hinterlegt. Und voilà, wir haben die Tangente. Punkt und Funktion anklicken. Wieder gleich ausprobieren, interaktiv ändert sich die Tangente mit. Und jetzt muss ich ein bisschen auf die Schulbücher hinschimpfen. Alle Beispiele, die lauten, bestimmen Sie die Tangente an die Funktion im Punkt x gleich und an der Stelle x gleich 1, sind somit 3 Mausklicks entfernt. Also das ist was, was ein Schüler ohne jeglichen Wissen von Analysis und so weiter kann dann. Wenn die Funktionsgleichung angegeben hat, ja, alles klar. Interessant wird es dann, wenn es vielleicht irgendwie ein bisschen höher wird, wenn die Funktionsgleichung ja mit einer Unbekannten, also mit einer Formvariablen zum Beispiel drin ist. Da kann ich dann wieder ein bisschen weitergehen mit den Dingen dann. Aber gut. So, jetzt habe ich ja die Tangente. Die Tangente wird da dargestellt in diesem klassischen y ist gleich kx plus d. Wenn Sie auf die Tangente leicht drüber, also nicht draufklickt, sondern nur hingeht, dann seht ihr immer die Definition. Mit Maus ober sieht man die Definition des Objekts und da steht die Gerade a. Doppelpunkt ist definiert und also Tangente zu f bei x gleich x von a. Also das ist auch sehr praktisch, weil dann weiß man, wie ist das Objekt definiert worden. Hätte ich gerne, das ist ja die explizite Darstellung, hätte ich gerne die implizite, also dieses ax plus by gleich c. Rechtsklick drauf und ihr seht, ihr könnt auch diese Gleichung auswählen oder wer gerne in der Vektorrechnung daheim ist, die Parameterdarstellung mit Punkt plus Parameter mal Vektor. Also auch das ist alles möglich in GeoGebra und nur am Mausklick entfernt. Also speziell für die Vektorrechnung im zweidimensionalen Hammer natürlich. Ja. Gut, das gleiche geht natürlich genauso bei Kreisen, bei Ellipsen und so weiter und so fort. Was brauche ich jetzt? Ich brauche die Steigung dieser Tangente und die sollte dann auftragen werden. Jetzt kann ich entweder lang nachschauen in einem Benutzermenü, wie kriege ich denn die Steigung raus, oder ich vertraue darauf, dass das Programm intuitiv ist. Und ich gebe Ihnen die Eingabe, vielleicht weiß ich es ja nicht, aber ich glaube, dass die Steigung heißt. Und deswegen gebe ich einfach mal ST ein. Und wenn ich vielleicht sogar noch ein wenig weitergehe, ST, dann kriege ich ein Dropdown-Menü von allen Befehlen, die mit ST beginnen. Und wenn ich nur weiter hinschreibe, nämlich Steig, dann kriege ich nur mal genau das eine. Nämlich Steigung, ich gehe gleich mal gerade. Und das ist das Tolle, was auch wieder ein neuer Programmierer gemacht hat, dass praktisch alle diese Befehle automatisch vorgeschlagen werden. Ja? Und ich brauche damit nicht wirklich Befehlsketten auswendig lernen, sondern wenn ich glaube, das heißt Steigung, dann schreibe ich einfach eine Steigung. Wenn ich glaube, das heißt Integral, dann schreibe ich Integral eine. Und dann sehe ich eh schon die Syntax. Steigung der Geraden. Mit Mausklick drauf wähle ich das an. Aus. Dann welche Gerade möchte ich jetzt haben, die Steigung, die hat einen Namen, bei mir heißt es A, bei euch wahrscheinlich A. Also schreibe ich einfach einer die Steigung der Geraden A. Man kann es anklicken, glaube ich, auch, glaube ich zumindest, ja, ich habe schon eingeschrieben. Mit rauffizieren geht es zum Beispiel, glaube ich. Aber ist egal, schreibe einfach eine Steigung A und dann auf Enter. Erstens, und das sind jetzt wieder zwei super Sachen, wir erwarten, dass jetzt nicht nur die Steigung berechnet wird, b gleich 3 ist jetzt bei mir, sondern, und das finde ich genial, die Steigung wird auch dargestellt. Ja, als Steigungsdreieck. Ich hoffe bei euch auch, bei euch jetzt wahrscheinlich rot sein oder so, ja, weil ich das mal umgestellt habe. Wieder ist die Steigung interaktiv veränderbar und ich sehe, wie sich die Steigung schön ändert, je nachdem, wo ich den Punkt, wieder Punkt A irgendwo hinschiebe. Nicht vergessen, das einzige freie Objekt ist die Funktion, die können wir im Nachhinein immer noch ändern. Ja? Wer möchte, schreibt jetzt da Sinus x ein. Wie kann ich das im Nachhinein ändern? Doppelklick auf die Funktion drauf. Ich kann es neu definieren, f von x und so, aber ich mache einfach einen Doppelklick drauf, dann ist das so editierbar, das Fenster, und schreibe rein Sin, Klammer von x. Und mit Enter kriege ich die neue Funktion und ich habe jetzt wieder die Steigung in diesem Punkt und kann jetzt anhand der Sinusfunktion die Tangente und die Steigung verschieben. Okay? So, und was hätte jetzt
mein Ziel ist, grafisches Ableiten darzulegen. Was macht die Steigung, die Ableitungsfunktion aus, die Steigungsfunktion? Der Feinwender da die Steigung auch immer zu schreiben. Da weiß ich jetzt da, wenn ich gehe Beschriftung anzeigen, dann steht es da dabei. Dann sehe ich wirklich den Zahlenwert. Da steht jetzt B, wir sind gewohnt, dass das K heißt, glaube ich, oder? Nächster kleiner geniale Sache, wie benenne ich das um? Ich kann natürlich mit einem Rechtsklick jetzt auf Umbenennen gehen, viel, viel einfacher. Wählt dieses Objekt aus und fängt es einfach zum Schreiben an. Also draufklicken und einfach K eingeben. Und auf einmal wird das Ding umbenannt. Ja, also das Umbenennen, einfach zum Schreiben anfangen, ist kein Problem. Ihr könnt es auch Index verwenden, also K-1 wird K-Index 1 sein und so weiter und so fort. Also das ist kein Problem, ich möchte jetzt nur K mal verwenden. Dann ist die Steigung 1 und K. Wer nur die Zwischenfrage hat, die nehme ich gleich vorweg. Man kann auch die Steigungs-3 größer machen, dass man hat 2 und 2K, 3 und 3K und so weiter. Also das ist kein Problem. Aber wir brauchen jetzt immer genau immer die Steigung K. Gut, was soll da beim grafischen Ableiten passieren? An der Stelle von dem X-Punkt von A, X-Stelle von A, soll er diese Steigung auftragen. Das schreibe ich jetzt oben in die Eingabe einfach rein. Zuvor klicke ich aber ins Grafikfenster 2. Ich möchte, dass man es im Grafikfenster 2 erstellt. Was soll erstellt werden? Ein Punkt, der die Koordinaten X von A hat und die Y-Koordinaten von K. Ah, die Y-Koordinaten soll K sein, die Steigung sein. Ein Punkt ist sehr einfach eingegeben, das ist eine runde Klammer. Auf, runde Klammer zu, macht er automatisch. Was brauche ich? Den X-Wert von A. Und genauso wie ich es gerade gesprochen habe, so schreibe ich es ein. Den X-Wert von A. X, runde Klammer von A. Beistrich und der Y-Wert soll sein Steigung K. Dadurch wird ein Punkt erzeugt, weil er mit geschwungenen Klammern eingegeben wird. So für die Vektorrechnung oder wer Vektoren braucht, da muss ich das mit einem kleinen Buchstaben hinschreiben. Dann muss ich hinschreiben, U ist gleich, dann ist es ein Vektor. Aber jetzt wird automatisch ein Punkt B erzeugt, wenn ich Enter drücke. Der ist im zweiten Grafikfenster hoffentlich. Hat es jetzt auch jeder wieder ins zweite Grafikfenster geschafft? Super. Und jetzt ziehe ich im zweiten Grafikfenster, wie sich die Ableitung dieser Funktion entwickelt, die Steigung, die Funktion, die Ableitungsfunktion sehe ich noch nicht und das mache ich jetzt ganz, ganz einfach mit einer Spur. Ja. Heißt das Objekt bei dir auch schon K? Die Steigung? Okay, passt. Wie komme ich wieder, auch wieder gut anlos, wie komme ich in die letzten Eingaben? Sobald ich in die Eingabezeile klicke, kann ich mit Pfeil nach unten oder Pfeil nach oben, je nachdem wo die Eingabezeile ist, bei mir ist jetzt oben, also Pfeil nach unten, meine letzten Eingaben wieder herholen. Das ist sehr praktisch, speziell da, wenn Schüler fragen, ja, Fester, was haben sie denn eingeben? Ja? Also wenn man zu schnell war. Es gibt ein Protokoll danach zu finden. Okay, was habe ich gerade gesagt? Den Punkt B möchte ich die Spur machen. Ja, Frage? Ja. X von A / K. Enter. Dann zeig. Nein, X hat nur eine Variable. X von A / Genau. Ah, wo ist das? Okay. Passt das? Ja. Gut. Somit habe ich da den Punkt B jetzt gezeichnet und jetzt tue ich nichts anderes als einen Rechtsklick drauf und sage Spur ein. Spur ein und dann wird immer ein Bild erzeugt, wo ich, sobald ich A dann bewege, sehe ich dann sehr, sehr schön, wie sich die Funktion, die Ableitung der Funktion entwickelt, wo ich dann die Ableitungsfunktion sehen kann. Und jetzt, um wieder das weiterzureden, wie schaut es jetzt aus mit Arbeitsaufträgen? Jetzt gebe ich zum Beispiel die Datei, baue nur ein wenig weiter, jeden einzelnen Schüler, jeder einzelne Schüler hat eine andere Funktion und dann kann ich 20 verschiedene Funktionen, kann ich die Ableitungen durchreden. E hoch x, wie schaut es denn mit der aus? Wie schaut es mit Cosinus von x aus? Findest du eine Funktion, wo es nicht steigt, unter Anführungszeichen? Also ich kann schon diese Grundelemente der Kurvendiskussion sehr, sehr spielerisch
einbringen, dass der Schüler sagt, aha, da geschafft ist waagrecht. Ja. Gibt es irgendwo eine Funktion, wo auf einmal senkrechte Tangente ist? Und solche Sachen kann ich dann diskutieren, ja. Obwohl der Schüler noch nicht weiß, was irgendwie Ableitung und was Funktionen und Differenzenquotient eigentlich wirklich ausmacht. Ja? Wie kriegt jeder Schüler andere Funktionen? Indem ich jetzt einfach dann sage, okay, du gibst das, 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 oder eben mach es über Zufallssache. Genau, ich kann über Zufallszahlen Polynomfunktionen erzeugen und so weiter. Also eingibt Zufallszahl mal x Quadrat zum Beispiel, ja. Oder x mal hoch Zufallszahl zwischen minus 5 und plus 5 oder sowas. Ja, das ist, aber ich kann es halt auch, kann man wieder steuern, das ist das wenige Problem. Gut, was hätte ich jetzt noch gern gemacht? Weil, das ist ja nur ein Bild, das heißt, sobald ich die Grafik da wieder verschiebe, ist wieder weg. Ich hätte gern wirklich die Ableitung eingeblendet. Jetzt weiß ich, dass das F' von x sein sollte. Gib ich oben einfach, Grafikfenster 2, gib oben einfach mein F' von x. Weil die Funktion lautet f, bilde mir jetzt f' von x, so wie man es dann erkennen aus der Notation. Und somit wird meine Ableitungsfunktion da auch eingezeichnet. Der Strich ist übrigens das bei der Raute. Und dann ziehe ich wirklich auf Dauer, dass die Ableitung der neuen Funktion da entspricht. Und ich habe das immer dann so... Bitte? Die Spur ist insofern weg, jedes Mal, wenn ich die Ansicht neu mache, also wenn ich das Blatt verschiebe zum Beispiel, dann ist die Spur immer wieder weg. Das ist einfach nur ein Bild. Wie kann ich die Ansichten immer auffrischen? Das ist auch ein ganz toller Shortcut, dass die Spur schnell wieder weg ist. Steuerung F, das heißt frisch. Dann wird die Ansicht aufgefrischt und dann habe ich wieder alles neu gezeichnet. Wie habe ich das gemacht? In meinem Unterricht habe ich das dann so gesagt, sehr leid, und jetzt müssen wir uns darum kümmern, wie findet man von der Funktion die Funktion außer. Das heißt, jetzt müssen wir uns Ableitungsregeln kennenlernen, diese stupide Ableiten. Und dazu braucht man das und das und das und das wieder. Aber ich fange immer die Analysis eigentlich immer so an, oder die Kurvendiskussion, diese Ableitungsdifferenzialrechnungsschicht mit dem grafischen Ableiten, weil man dann schon intuitiv ein bisschen einen Begriff kriegt, was heißt die erste Ableitung. Oder den Befehl Ableitung direkt verwenden, weil dann muss man den Strich. Kannst du auch verwenden, Ableitung. Ja, weil dieses F-Strich, sage ich, habe ich jetzt einfach mal eingebaut, damit wir sehen. Was ich damit noch machen möchte, ist Folgendes. So wie ich vorbereitet habe für die Schüler, ist nämlich eine Checkbox nun. Dass ich nicht gleich von vornherein sehen, was da rauskommt, sondern dass ich mir ein Objekt ein- und ausblenden lassen kann. Das geht sehr, sehr einfach und rasch, auch da im Algebra-Fenster. Ihr seht da so blaue Kugel davor. Seht ihr das? Ein Klick auf dieses blaue Kugel bei F' lässt man dieses Ding ein- und ausblenden. Okay? Das heißt, ich kann ein Objekt schnell darstellen und wieder wegbringen, heißt aber nicht, dass es wieder gelöscht ist. Sobald es löscht, ist es wirklich weg, sondern es ist einfach nur nicht dargestellt. Jetzt mache ich vielleicht nur was in dem Beispiel, was sehr, sehr nett ist, was jetzt ein bisschen zu hochtrabend ist für das Beispiel, aber nur um die erste Idee zu kriegen, einer Checkbox. Man kann jetzt nicht nur über so ein blaues Kugel da das ein- und ausblenden, sondern man kann gesamte Konstruktionen, sehr viele Objekte, von einer Checkbox abhängig machen. Das heißt, von einer Box, wie sie da steht, von einem Kontrollkästchen, dass das ein- oder ausgeblendet wird. Ja, und das möchte ich jetzt da in dem Beispiel das erste Mal einbauen und das werden wir ein paar Mal noch weiter verwenden. Heute und morgen. Also wählt euch bitte im vorletzten Menü das Kontrollkästchen aus. Das ist sehr, sehr mächtig. Das ist im Inneren. Das ist da beim Schieberegler. Ja. Sehr, sehr mächtig. Das ist im Inneren vom GeoGebra ist nichts anderes als ein Wahrheitswert. True or false. Ja. Und diesen Kontrollkästchen setzen wir jetzt in die Grafik 2. Und da kommt, klickt einfach irgendwo hin, wo es haben möchtet, in die Grafik 2. Und da kommt dann so ein Pop-up. Kontrollkästchen, um Objekte anzuzeigen. Wie soll es beschriftet werden? Ich möchte damit Folgendes machen. Ich möchte damit diese Funktion, die erste Ableitung, anzeigen und nicht anzeigen. Deswegen mache ich jetzt die Beschriftung mit Ableitung. Und dann kann ich aus einer Dropdown-Liste auswählen, was soll jetzt von dem abhängig sein, von dieser Checkbox.
die sagt zurzeit nur mal F'. Ich könnte noch viele, viele andere Sachen auch, ich brauche es einfach dann nur vermehrt auswählen, aber jetzt hätte ich nur gern, dass F' von dieser Checkbox abhängig ist. Geht's? Sobald ich auf Übernehmen klicke, kriege ich jetzt da so ein Kontrollkästchen, ein Wahrheitswert ist es im Endeffekt. Und sobald ich jetzt bitte wieder umstellen auf Escape oder mit Bewegen, sonst macht man gleich nur Drop, nur mal so ein Kontrollkästchen. Sobald ich jetzt dieses Kästchen anklicke, wird die Ableitung angezeigt oder wieder ausgeblendet. Jetzt denkt es ein bisschen komplizierter. Ich kann jetzt 27 Objekte von dem abhängig machen. Das heißt, ich kann ganze Konstruktionen, Kurvendiskussion beispielsweise, alle Nullstellen oder alle Wendestellen mit der Wendetangente sollten dargestellt werden, ja oder nein. Also ich mache die Konstruktion einmal und dann kann ich im Nachhinein das aus didaktischer Sicht aus- und einblenden. Ist sehr, sehr praktisch. Okay? Also das zur Checkbox. Und jetzt kann ich ja, ich habe das auch schon mal anders verwendet, eben bei den Ableitungsregeln von den Potenzfunktionen habe ich das immer so verwendet, da habe ich die Funktion halt geändert und habe gesagt, okay, wie schaut es jetzt aus mit x hoch 3? Wie schaut es aus mit x hoch 3? Das ist da jetzt offensichtlich, dass da schon die Funktion steht, die Ableitungsfunktion. Aber die Schüler lasse ich dann immer die Ableitungsfunktion generieren und jetzt kommt genau das, was wir vorher gesagt haben. Ein Schüler sollte ja jetzt erkennen, dass die Funktion, die da entsteht durch diese vielen Punkte, irgendwas mit einer quadratischen Funktionsnahe hat. Ja? Und dann sollte er vielleicht nur erkennen, dass es eine gestauchte, gestreckte Parabel ist irgendwie und dann kommen wir vielleicht hin, dass das irgendwas mit 3x² zum Tun hat. Ja? Und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen, okay, wie schaut es aus mit x hoch 4? Ändert man das x auf x hoch 4 und schauen, aha, bei einer x hoch 4 kommt so eine Funktion raus. Und das Funktionengedächtnis sagt uns, das soll die x hoch 3 irgendwie, irgendwas mit x hoch 3 zu tun haben. Ich kann es jetzt einfach schließen, ja, dann sieht das der Schüler nicht, weil eigentlich brauche ich das gar nicht, was da steht. Gib ich dann da so ein, zum Beispiel f von x gleich x hoch 5. Man kann auch andere Sachen auch noch lösen, man kann dann nur Eingabefenster da einer dran, das habe ich dann gemacht, ja. Gut, das als kleines kurzes Beispiel, wie man mit zwei Fenstern arbeiten kann. Ja, natürlich können jetzt manche Leute sagen, das ist meistens, das ist noch nicht die gleiche Skalierung, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, das stimmt natürlich. An dem wird gearbeitet, dass die Skalierungen gleich sind. Aber was zum Beispiel auch sehr, sehr praktisch ist, was ich gern mache, ist, dass ich es so untereinander legt, dann sieht man vielleicht nur ein bisschen besser, an der Stelle X entwickelt sich das. Ja. Das ist natürlich auch möglich und nicht nur nebeneinander. Okay. Gibt es Fragen von eurer Seite? Irgendwelche zu dem Beispiel? Zusammenfassend nur, was mir wichtig ist, die zwei Fenster, die man da verwenden kann. Früher war angedacht, dass man nur mehr Fenster verwendet, ja, bis zu 10, aber zwei Fenster, da kommt man schon sehr, sehr weit. Denkt jetzt an Kosten- und Preistheorie mit den unterschiedlichen Kostenfunktionen und Preisfunktionen oder Kosten- und Stückkostenfunktionen, was sehr, sehr praktisch ist. Oder auch, eben wie ich vorher gesagt habe, in der Physik, Zeit, Weg, Zeit, Geschwindigkeitsdiagramme und so weiter und so fort. Und was auch wichtig ist, diese Checkbox, die ist meines Erachtens sehr, sehr mächtig. Da kann ich dann immer ganz schnell was ein- und ausblenden. Eine letzte Sache, die ich in dem Beispiel euch noch zeigen möchte, ist das Konstruktionsprotokoll. Da habe ich am meisten gelernt eigentlich, indem ich mir fertige Dateien angeschaut habe und das Konstruktionsprotokoll dazu aufgemacht habe. Also schaut mal unter Ansicht Konstruktionsprotokoll. Böse gesagt ist das Ideale, um herauszufinden, wenn eine längere Konstruktion gemacht wird, ob ein Schüler geschummelt hat. Weil da wird genau aufgeschrieben, was hat der Schüler eingegeben, welche Definitionen hat er gemacht, nämlich Schritt für Schritt.
Es wird der Name festgelegt, wie das definiert worden ist, was der Wert ist, und eine Beschriftung könnte man dann auch noch eingeben. Das, was mir so gefällt am Konstruktionsprotokoll, das ist jetzt speziell für entwickelnde Sachen, also wo ich dann zum Beispiel, ich nehme jetzt die Unterstufe her, wie konstruiere ich einen Umkreis, ja, wo ich Schritt für Schritt das darstelle, das lässt sich da mit diesen Pfeilen ganz schön durchklicken. Also ich kann das Konstruktionsprotokoll wieder entwickeln vor mir, wie habe ich diese Schritte gemacht, in dem Fall sind es eh nur 7. Kann es auch ausdrucken, kann es wieder weiter kopieren und so weiter und so fort. Entweder Screenshot, ja, Screenshot machen, oder ja, Screenshot, oder drucken, gleich ausdrucken. Direkt ausdrucken, wenn ich auf den Drucken-Button gehe, dann kommt gleich das Druckmenü, wo ich das dann irgendwo hindrucken kann, ja. Jetzt ist die Drucksache sogar so eingebaut worden, ihr seht da die ganzen Möglichkeiten meiner Drucker und so weiter und so fort. Da kann ich es exportieren. Gut, das nur zum Konstruktionsprotokoll und zu diesen zwei Grafiken.